Hallo ihr Lieben, das ist nun der dritte Teil des Gartenrundgangs aus dem Juni. Es gibt natürlich jede Menge neue Sachen zu entdecken. Natur wächst und wächst. Man kommt eigentlich gar nicht nach, so geht es mir. Ich entdecke immer wieder was Neues. Da ich ja jetzt neu bei Instagram bin, lande auch viele Fotos und wer das da verfolgt, weiß, was ich meine. Es gibt so viele schöne Sachen zu entdecken und es gibt mehr, als ich zeigen kann. Jetzt ist es so, jetzt haben ein paar Pflanzen auch in meinen Garten gefunden. Heute auch Maggikraut und eine Lilie. Steht hinterm Stativ, deswegen gucke ich da gerade hin. Vielen Dank an die Steffi. Und dann war ich bei meinem BMX-Projekt in Tönningen. Und ja, da hat mich dann noch Zuckermais erreicht und zwei Hokkaido-Kürbisse. Leider ist König Kürbis nicht mehr zu sehen. Der mag den Platz nicht oder ich habe irgendwas verkehrt, aber ich weiß es nicht. Es gibt noch ein paar Reste, ich kann es euch nochmal zeigen, ich gehe mal näher ran. Sollte irgendwie nicht sein. Er war ja zum Schluss im Gewächshaus, in meinem Mini-Gewächshaus. Vielleicht hat so diese Umstellung ihm nicht gefallen und dann hatten wir hier Hitze und dann kam der dolle Regen und da könnte ich mir schon vorstellen. Allerdings sehr interessant. Die ganzen Zucchini-Pflanzen werfen immer wieder ihre Blüten ab. Ist das normal? Kann mir da einer was zu erzählen? Wäre super, wenn ich da Hilfe bekommen könnte. Ich finde es jetzt nicht dramatisch, es wächst ja alles, aber was da nun hintersteckt, wäre interessant. Ich habe dann hier auch immer die Blüten, die ich aufsammle. Die sind ja schön verpackt. Und dann mache ich die mal auf und ich weiß nicht, ob die Insekten da noch beigehen. Die Bienchen, die Hummelchen, auf jeden Fall gibt es ja lecker was zu holen. Und so lege ich das dann auch immer hier hin. Ja, und dann können sie sich das wegholen bei Bedarf. Ob das funktioniert oder nicht, ich weiß es nicht. So, hier vorne schön zu sehen, eine ordentliche Maggikrautpflanze. Vielen Dank für den Ableger, Steffi, wie gerade schon erwähnt. Wird ein Plätzchen finden an der Sonne, wird ja auch schön groß. Der Tipp kam, glaube ich, vom Jürgen oder so, mir so ein Ding anzuschaffen. Und jetzt hat das ganz von alleine zu mir gefunden, so spielt das Leben. Stelle ich mal zur Seite. Dann hier die Lilie. Ich habe auch ein Foto von der Steffi gekriegt, das werde ich mal einblenden jetzt, wie das ganze Geschichte nachher aussieht. Dann haben wir noch, wie gerade schon erwähnt, den Mais, Zuckermais, glaube ich heißt der. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht verkehrt. Vielen Dank an Matthias und die Sabine. Das sind 5 Pflanzen. Dann noch Hokkaido-Kürbis. Kommt auch wie gerufen, oder? Was sagt ihr? König Kürbis will nicht. Ein neuer Thron ist frei. So, und wie soll es anders sein? Kürbis hat auch zu mir gefunden. Finde ich total toll. So spielt das Leben. Hat irgendwie was für mich. Weiß ich nicht. Timing könnte nicht besser sein, oder? Sind 2 Pflanzen drin, werde ich pikieren. Einer kommt auf König Kürbis seinen Platz und die andere, ja, vielleicht setze ich sie sogar ein Stück weit daneben und gucke, welche dann es lieber mag. Oder ich suche ein neues Plätzchen, damit die Chance höher ist, dass es ein Platz ist, an dem sich die Pflanzen wohlfühlen. Okay, dann habe ich hier davon 3 Pflänzchen gekriegt. Vielen Dank an den Momo. Wenn das einer weiß von euch, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich brauche eure Hilfe. Auch wie die vom, ja, brauchen die einen Sonnenplatz? Brauchen die halbschattig? Brauchen die schattig? Blumen ist ja meistens sonnig, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und auch, wie das ganze Ding heißt. Ja, ich bin gespannt, was das wird. Er sagte, da wo er herkommt, wird das Kautschuk genannt. Ich weiß nicht, ob das hier auch so heißt bei uns. Namen können ja auch gleich bleiben. Ja, wird mir weiterhelfen. So, und dann im Hintergrund habt ihr das die ganze Zeit schon gesehen. Das ist Basilikum. Und zwar habe ich mir das als Saatgut geholt. Und ja, es ist so, dass ich jetzt mehrere Versuche statt habe, auch mit Hilfe von Thomas. Und das Saatgut hat nicht funktioniert bisher. Und keine Ahnung, was da los war. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal einfach durch. Ich habe das in einem Töpfchen probiert, sind Lichtkeimer gewesen. Das habe ich jetzt tatsächlich mal
bei unserem Bioladen gekauft. Ja. Das habe ich mir einfach mal gegönnt. Ich mag Basilikum und wenn ich die ganze Zeit keins habe, ist irgendwie doof. Ich hätte mir sowieso was gekauft für zu Hause. Und dann warum nicht gleich was Schönes und ab in den Garten damit. Und dann kann ich hier immer fleißig ernten, so wie ich das brauchen möchte. Das ist auch eine mehrjährige, also ich bin gespannt. Wird mich bestimmt noch lange begleiten. Das sind die Pflanzen nun, die zu mir gefunden haben. Es hat sich natürlich im Garten auch ganz viel getan. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Kommt mit. Gleich hier vorne. Nächsten Kartoffelhügel angelegt. Ich glaube, den anderen habe ich ja schon gezeigt. Ja, den kennt ihr. Wird natürlich noch seine Zeit brauchen. So, denn die Erdbeere, die ich euch schon mal gezeigt habe, ist recht merkwürdig, aber ich finde es voll spannend. Oh, jetzt ist es durchgerötet. Wer bei Instagram ist, der konnte sehen, wie sich das entwickelt hat, dass die eine Hälfte war weiß, die andere war rot. Das sah echt toll aus irgendwie. Ja, eine Erdbeere werde ich mir wohl dieses Jahr schmecken lassen können. Vielleicht wächst da noch mehr. Ich weiß nicht, ob hier was kommt. Man soll das ja irgendwie in Ruhe lassen. Auf jeden Fall bei den Tomaten. Oh, hier könnte noch was kommen. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Ja, ansonsten, rote Beete hat den Platz angenommen, entwickelt sich. Allerdings, die Schnecken mögen das wohl auch. Alle kleinen Pflanzen, die irgendwie schon hin waren, entwickeln neue Blätter der roten Beete. Könnt ihr das sehen auf der Kamera? Also einmal da und da. Ups, ich gehe mal näher ran. Geht das? Ja. Und dann auch hier. Also sie erholen sich allesamt. Ich habe keine gefunden, die nicht irgendwie sich weiterentwickelt und sich erholt. Laura, vielen Dank. Deine Hoffnung war begründet, oder die Hoffnung, die du mir geschenkt hast. Und das geht bei allen anderen Pflanzen auch so. Hier sind überall rote Beete, pikierte rote Beete Pflanzen ja, versetzt worden. Und ja, die kommen überall, bilden neue Blätter, also eigentlich vom Timing her perfekt, weil somit kann ich unterschiedlich ernten. Ist nicht alles gleich. Auch hier hinter mir. Beim Spinat habe ich reingesetzt. Die kommen auch alle nach. Selbst dieses verhunzte Ding bildet ein neues Blatt. Oder neue Blätter. Das sieht man dann nachher, wenn es auseinander geht. Und die, die hier nicht ganz so viel Licht kriegt und natürlich von Quäke umwuchert und Unkraut. Ja, die sieht zwar nicht ganz so toll aus, aber selbst die kommt und bildet neue Blätter. Ja, ansonsten hier richtig toll, die Bohne aus Tönning, die kommt und wickelt sich hier hoch. Hab mir schon sagen lassen und ich habe die Pflanzen auch in Tönning gestern angucken dürfen, die sind schon ein bisschen weiter. Das wird noch größer, also werde ich mir da noch was zum Ranken ausdenken. Auch hier die rote Beete kommt. Ja, und dann sind wir hier bei den Bohnen, die ich in den Boden gesteckt habe. Und wie ihr sehen könnt, das geht los. Die kommen. Das sind auch auf Instagram ein paar Fotos schon von mir erschienen. Nahaufnahmen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Die, die hier aus dem Boden kommt, ist ein Ministück einer Bohne. Also ich habe hier auf dieser Reihe habe ich ja... ja, eine Bohne, die kaputt war, habe ich noch kaputter gemacht, aufgeteilt in mehrere Löcher. Ein Teil kommt auf jeden Fall, gespannt, was sich bei den anderen entwickelt. Ja, ansonsten zähle ich schon locker 15, das sind wahrscheinlich mehr Bohnen, die aus dem Boden kommen. Also ich bin happy, das läuft hier auf jeden Fall. Ja, von Unkraut bis Beikräuter zu Beigrün. Überall bei den Sonnenblumen, die wachsen echt. Also die gehen mir jetzt schon bis bald zur Hüfte. Also ich freue mich. Mal von unten. Hat schon eine gewisse Höhe. Ach, hallo Momo. Den kennt ihr. Mona hat hier auch reingefunden. Finde ich hier ganz spannend. Da habe ich auch noch mehr von entdeckt. Und zwar hier. Guck mal das Teil an hier. Oh, ist mit Läusen voll. Muss ich mal aufpassen. Ich hoffe, die Ameisen regeln das. Ansonsten habe ich schon Nebenöl im Hinterkopf, wenn es nicht anders geht. Darüber erzähle ich dann auch was, wenn es soweit ist. Ja, und bei diesen ganzen Schmetterlingsgeschichtchen, die ich hier ausgesät habe, wo ich nicht weiß, ist das jetzt Unkraut oder sind das Pflanzen für die Schmetterlinge, ist auf jeden Fall sehr auffällig. Diese Pflanze, die sind dann erst weiß, so wie da.
Ja, und dann werden da wohl Blätter raus oder so. Ich finde das echt, hätte ich nicht gedacht, weil irgendwie aus einer Blüte Blätter. Vielleicht bin ich auch ganz naiv und blöd gerade, aber finde ich trotzdem spannend für mich jetzt. Diese Pflanze hat sich dazu gesellt. Übrigens, ihr dürft immer in die Kommentare schreiben, was das für eine Pflanze ist. Ist sehr interessant. Denn gibt es die Pflanzen hier, die haben überall so komische Flecken, hat teilweise was von einem Herz. Ja, und mein Nachbar Thomas behauptet nach wie vor, dass hier ist eine Mango. Kann das jemand bestätigen? Für mich sieht das aus wie Salat. Werde ich aber so natürlich nicht probieren. Ansonsten im Garten überall Mohn. Man sieht es hier. Es geht die nächste auf. Ich freue mich darüber. Cordula, du darfst dir gerne hier was abholen. Gar kein Problem. Du möchtest auch ganz gerne was von dem Garten haben. Ich habe genug und genug zum Abgeben. So, ich bin jetzt noch bei den Tomaten und vielleicht könnt ihr das erkennen. Ich mache mal ein bisschen frei, gehe ein bisschen näher ran. Die Blue Pits, die nachher am Ende dann so einen richtig schönen dunklen roten Ton haben werden, gehen jetzt in die Richtung ja, schwarz-blau. Man kann das sehen, die verfärben sich. Das riecht hier so intensiv. Ich genieße das so sehr. Das ist echt schön, die ganze Ecke hier. Bin total happy, auch mit Hilfe von ja, Sven und Dirk, dass sie das Tomatendach so gebaut haben, wie es jetzt hier steht. Mit dem Kasten und der Leiter, diese ganze Kombo, das gefällt mir echt gut. Wer es verpasst hat, ihr werdet das sehen. Info-Einblendung, ihr kennt das aus den anderen Teilen. So, was hat sich hier noch getan? Und zwar war ich hier fleißig, wie ihr sehen könnt. Ich mache hier gerade mein Terrain frei. Etwas weiter weg jetzt nochmal eine Aufnahme. Okay, ihr seht, wo die Reise hingeht. Da hinten sieht schon ein bisschen so aus, wie es sein soll. Ich habe ein bisschen Unkraut rausgeholt, wie man an dem Häufchen da erkennen kann. Die Steine, die ich da liegen habe und halt hier rechts, die werde ich natürlich recyceln. Alles, was recycelbar ist. Und ja, die Tomaten warten noch, ein Plätzchen zu kriegen. Ich habe ja noch, ich glaube, 15 an der Zahl. Also da werde ich auch nicht mehr so lange warten. Und dann folgt auch ein Video. Habt auch eine super Idee von Matthias aus Tönning gekriegt. Eine Rankhilfe mal anders. Lasst euch überraschen. Ich werde jetzt versuchen, die eine oder andere Pflanze, die ich bekommen habe, schon in den Boden zu kriegen. Ansonsten gibt es heute nicht so viel zu tun. Es hat geregnet. Eigentlich ist das gut für den Boden, um weiter zu buddeln, gerade hier, wo ich stehe. Aber alles gut, so wie das ist. Heute ist es nicht dran mit dem Weiterbuddeln. Am anderen Tag geht es dann weiter. Und die Taube da oben, ich sehe dich. Hört ihr sie? Jetzt ist sie irritiert, das sehe ich. Geil. Ja, okay. Mach ruhig weiter, lass sie nicht stören. So. Ja, und ich lege einfach mal los.
Pflänzchen hat jetzt auch reingefunden. Da hat leider die Aufnahme abgebrochen. Akku war alle, habe ich natürlich nicht mitgekriegt, wird mir nicht gesagt. Und ja, jetzt versuche ich noch ein, zwei Pflänzchen reinzukriegen. Und dann war es das auch für heute. So, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Von den Düften her passt das hier auf jeden Fall super zusammen. Ich hoffe, dass sich das nach hier vorne dann ausdehnt. Natürlich ist hier der Balken, aber ja, das ist, geht schon klar. Bin gespannt. Wie ihr sehen konntet, ein paar Pflänzchen sind drin. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Tschüss, euer Lars. Thank you.